Okay, Friends. Es wird mal ein interessanter Mindful Monday heute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zu einem ganz besonderen Video hier auf meinem Kanal. Das ist ein Thema, das ich jetzt eine ganze Weile vor mir hergeschoben habe, etwas darüber zu drehen, weil ich es nicht aus Wut heraus machen wollte, sondern einfach nur aus dem Grund, weil ich Leuten damit helfen möchte. Und wenn ihr mir schon ein bisschen folgt, dann wisst ihr ja, dass meine Mindful Mondays zu dem Zweck dienen, dass ich den Menschen einen anderen Fokus auf Dinge geben möchte und meine Erfahrungen weitergeben für einen healthy Mindset. Und heute erzähle ich euch mal von meiner giftigen Beziehung. Ich war 5 Jahre mit einem Mann zusammen, der meinen Körper nicht so akzeptiert hat, wie er ist. Jemand, der mich nicht so lieben konnte, wie ich war. Ich hoffe sehr, ihr könnt euch etwas aus dem Video herausnehmen, persönlich. Sei es ein bisschen mehr Selbstwert, sei es das Wissen, dass ihr nicht allein seid in solchen Situationen, dass es auch Menschen gibt, denen sowas schon passiert ist. Und hoffentlich ganz viel Kraft. Ich möchte auch ein bisschen Verständnis hervorholen bei den Menschen, die jemanden kennen, der durch sowas durchgeht. Ja, weil es einfach von außen immer einfacher aussieht, als es von innen ist. Kurz zu mir, ich bin Lea, ich bin 24 und ich habe eine lange Geschichte hinter mir mit Abnehmen. Ich hatte mal 30 Kilo mehr und habe meinen Ex-Freund damals in einer Phase kennengelernt, in der ich nahezu 30 Kilo abgenommen hatte. Ich war zu der Zeit selbstständig und habe eigentlich ein sehr glückliches Leben geführt, war sehr imponiert von seiner Art und Weise und von dem Erfolg, den er hatte. Und ganz ehrlich, dass er mich nicht so mag, wie ich bin, hat er mir eigentlich von Anfang an gesagt. Wir sind beide sehr ehrliche Menschen und am Anfang war das Ganze für mich eher nur so ein Rede du mal, ich bin ja eh ganz bei mir. Und as the time went, war das eigentlich auch alles gar kein Thema mehr. Ich meine, in einer Beziehung liebt man sich, in einer Beziehung hasst man sich manchmal, aber es war eigentlich so, dass wir immer ganz gut zusammengepasst haben. Ich meine, sonst wären wir auch nicht so lang zusammen gewesen. Ich denke mal, dass es auch eine ganze Zeit überhaupt nicht so doll aufgefallen ist, weil wir eine Fernbeziehung hatten. Angefangen gefährlich zu werden für mich selbst, hat das Ganze erst nach einiger Zeit, da gab es mal einen Vorfall, bei dem ich ein Foto auf Instagram gepostet habe, Oberkörper frei. Ich hatte ein Sport-BH an, eine Sporthose und habe mein neuestes Nike-Training gepostet oder dass ich gerade trainiert habe. Und er hatte mir ganz offen und ehrlich gesagt, dass er mich auf diesem Foto widerlich findet. Und das hat in mir wirklich etwas zerrissen. Ich versuche die Geschichte so kurz wie möglich zu verpacken, damit das hier nicht Jahre dauert, weil ich meine, ich kann in jedes Detail gehen, aber das bringt euch genauso wenig wie mir. Und zu diesem Zeitpunkt war es wirklich so, dass ich aktiv etwas dagegen tun wollte, um ihm zu gefallen. Und das ist, Leute, der Satz, der groß unterstrichen werden sollte: Ich wollte mich für jemanden anderen ändern. Und das habe ich auch getan. Es ist traurig zu sagen, aber
dadurch, dass er solche Dinge zu mir gesagt hat, hat es meine eigene Unsicherheit unterstrichen, die ich zu meinem Körper hatte. Dadurch, dass ich so viel abgenommen hatte, war ich einfach nicht zufrieden mit meinem Körper. Und es gab für mich immer ein ich muss höher, ich muss besser, ich muss weiter. Ich bin noch nicht perfekt. Und jetzt stellt euch mal vor, ich war mit jemandem zusammen, der das noch untermalt hat. Also habe ich dann 2016 die 30-Day-Shred-Challenge gemacht. Ich hatte schon einen aktiven Lifestyle und habe mich dann in eine Challenge gebracht, die mich 30 Tage lang jeden Tag 20 Minuten trainieren hat lassen. Es mag so aussehen, als hätte ich das damals für mich getan, aber ich muss das jetzt so sagen, ich schäme mich dafür, dass es nicht so war. Trotz alledem hat mich das Ganze in mir ganz schön gestärkt und ich war zu dem Zeitpunkt wirklich sehr glücklich, weil natürlich er glücklich war und ich war glücklich und es war eigentlich alles gut. So, zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nicht zusammen gewohnt. Ich habe in Berlin gelebt und er in Ulm. Kurzerhand, weil eigentlich alles tutti lief zwischen uns beiden und weil mein Arbeitsvertrag auslief, bin ich dann zu ihm gezogen. Er konnte nicht nach Berlin kommen, beruflich bedingt, bla bla bla. Ich bin kurzerhand wieder zurückgekommen. Gott sei Dank nicht nur wegen ihm. Ich hatte den Willen wirklich auch selbst. Ich war also so glücklich wie noch nie. Wir sind dann zusammen in Urlaub gegangen und da gab es dann auch so ein paar Kommentare wie quasi vor anderen sagen, ja, die Lea, die war auch schon mal dicker als jetzt. Ach, noch dicker. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt 59 Kilo und sah so aus. Lassen wir das mal ganz kurz wirken. Dann bla bla bla, Alltag und so weiter, gab es einige Momente, in denen er mich nicht nur verbal schikaniert hat, mich festgehalten hat, bis ich geheult habe, hat dann immer zu mir gesagt, Lea, heul doch nochmal für mich. Ich habe ihn angeschrien, einmal habe ich ihn sogar geschlagen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin eigentlich einer der ruhigsten Menschen, die es überhaupt gibt. Mich aus der Ruhe zu bringen, in solch einer Art, dass ich aggressiv werde, also dass ich wirklich aggressiv werde, ist schon ziemlich schwer. Und es sind noch andere Dinge passiert, wie dass er mir regelmäßig Fotos von Frauen aus dem Internet geschickt hat, die er schön fand, deren Bauch er schön fand. Und ich meine, was soll man da sagen als Frau? Was erwartet die Männerwelt, wenn man so etwas zugeschickt bekommt? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute noch erstaunt, dass ich da drüber stehen konnte. Und ich frage mich wirklich noch, wie zur Hölle ich das so lang durchgehalten habe. Ich versuche nicht so rumzurambeln. Ich habe, nachdem ich die Shred Challenge beendet hatte, eine Weile bei ihm gewohnt hatte, vor Weihnachten eine neue Challenge begonnen. Mein logisch ernähren Programm durch meinen Arbeitskollegen, der Fitnessleute coacht. Und ich habe versucht, Bikini-Model-mäßig meinen Körper zu tunen. Ich habe Kalorien gezählt, ich habe mich jeden Tag gewogen, ich habe mich gemessen, ich habe fast jeden Tag eine Stunde lang im Fitnessstudio verbracht. Und ehrlich gesagt, das alles auch nicht wirklich für mich, weil mein Körper zu dem Zeitpunkt total okay aussah. Ich aber den Wahn hatte,
dass ich bloß nicht wieder zunehmen sollte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ja nicht mehr jeden Tag trainiert. Ich war in einer komplett anderen Umgebung, in einem komplett neuen Job. Und mein Kopf begann zu summen. Durch die ganzen Sticheleien von Männerseits wurde ich natürlich in meiner Unsicherheit immer wieder bestätigt. Ich war todunglücklich. Ich erzähle euch jetzt einfach mal alles, was so passiert ist. Ich möchte aber noch dazu sagen, dass wir beide uns wirklich sehr geliebt haben. Also ich habe ihn sehr geliebt und zwar so, wie er war. In jeder Phase, wie er war. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Andersrum bin ich mir nicht mehr sicher, weil ich ganz ehrlich sagen muss, Liebe bedeutet für mich, jemanden zu lieben. Und das so, wie er ist. So. Er hat zumindest gesagt, dass er mich liebt. Sagen wir es mal so. Aber es gab dann noch einen Schlüsselmoment, bei dem ich ganz schön ins Schwanken kam. Zurecht. Eigentlich hätte ich damals meine Sachen packen sollen und sofort gehen. Das Problem war nur, dass wir zu dem Zeitpunkt in Ägypten im Urlaub waren. Wir waren eine Woche lang in einem Luxusresort eingesperrt. Also ich war eingesperrt, ich habe mich so gefühlt. Fakt war, dass wir am zweiten oder dritten Abend in der Hotelbar saßen und besagter Typ eine Unterhaltung angezettelt hat, in der er mir gesagt hatte, ob ich denn denke, dass unsere Beziehung so noch einen Sinn macht. So, dann habe ich nicht wirklich viel dazu gesagt. Dann wurde mir gesagt, ja, wann ich denn meine Brüste machen würde, weil sonst würde das für ihn keinen Sinn mehr machen. Und wenn ich das mache oder gemacht habe, dann passt auch meine Körperproportion besser. Dann ist es halt einfach schöner. Ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, was ich daraufhin geantwortet habe. Ich weiß nur, dass ich kurze Zeit später allein im Hotelzimmer lag und mir die Augen ausgeheult habe. Erschreckenderweise damals eigentlich sogar mehr, weil ich jetzt bedauert habe, meine Katzen vielleicht irgendwann mal hinter mir zu lassen, als dass ich es bedauert habe, unsere Beziehung. Nero, willst du auch mit ins Video? Ich habe nämlich jetzt wieder eine Katze. Das war aber immer noch nicht das Ende. Wir waren dann noch knapp ein Jahr zusammen, weil das Jahr 2017 mir gewaltig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ich am Silvesterabend, ich rede immer so komisch langsam, gell? Und ich am Silvesterabend in der Silvesternacht wegen meinem Ex-Freund im Krankenhaus gewesen bin. Er hat damals eine Kugelbombe mitten ins Gesicht bekommen. Meiner Meinung nach eine Art des Universums, ihm zu zeigen, dass Schönheit nicht alles ist, dass das Aussehen nicht alles ist. Seine erste Sorge am Krankenbett aber war: Sag das bloß niemandem, ich sehe ja furchtbar aus. Soweit so gut. Ich habe mich gut um ihn gekümmert, war dann 2017 noch mit auf einer Schönheits-OP, die er sich machen hat lassen, etc. pp. Das End vom Lied war, dass ich im Oktober ausgezogen bin. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich habe mich in diesem Urlaub in Ägypten, ehrlich gesagt, A, habe ich mich ein bisschen geschämt, B, habe ich da für mich Kraft getankt, weil ich mir gedacht habe, du, ABC, mach doch was du willst,
Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Ich muss aber dazu sagen, dass es einige Momente gab, in denen er mich berührt hat und ich schon angefangen habe zu heulen. Ich musste mir wirklich enorm fiese Sachen anhören. Bis zu einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, sag mal, warum schläfst du überhaupt mit mir, wenn ich so widerlich bin? Die Gemeinheiten sind eigentlich immer dann besonders zum Vorschein gekommen, wenn es mir besonders gut ging. Und er hat sich nie eingestanden, dass es ihm schlecht ging. Und so hat er mir quasi Energie entzogen. Long story. Ich habe das jetzt mal kurz für euch zusammengefasst. Nichtsdestotrotz sind solche blöden Situationen, solche blöden Erfahrungen, die, aus denen man am allermeisten lernen kann. Und ich muss sagen, was habe ich aus meiner letzten Langzeitbeziehung gelernt? Ich habe gelernt, dass ich, so wie ich bin, richtig bin, dass nichts an mir falsch ist. Mit meinem Hintergrund, dass ich als Teenie dick war, dass ich mir anhören musste, du fette Lea, dass Leute mir das hinterhergeschrien haben, ich dann abgenommen habe, es quasi selber immer noch nicht geglaubt habe, dass ich, so wie ich bin, wertvoll bin, habe ich es irgendwie gebraucht, durch das Ganze zu gehen, mir den ganzen Scheiß anzuhören. Und falls mein Ex-Freund jetzt zuguckt, das ist keine Entschuldigung dafür, was du da alles gemacht hast. Ja, ich habe wirklich lang damit zu kämpfen gehabt, mit diesem Thema, mit diesem kompletten Thema, dass ich nicht richtig bin, weil ich das wirklich von klein an geglaubt habe. Wenn es euch interessiert, ich habe meine ganze Story über Stick sein und dann auch abnehmen hier mal in einem Video gepostet. Und ich muss jetzt sagen, dass ich jetzt, seit ich auch eine Therapie angefangen habe, gerade auch wegen diesem Thema, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich wirklich selber auch weiß, dass ich viel wert bin. Und ich selber auch weiß, dass an meinem Körper nichts falsch ist. Jeder Mensch sieht anders aus. Jeder hat eine andere Körperform. Jeder ist anders groß, anders klein. Jeder ist ein Individuum. Und jetzt habe ich noch ein paar Tipps für euch. Nicht, wie ihr es besser machen könnt, sondern einfach ein paar Dinge, die ich daraus gelernt habe, die ich euch jetzt noch mitgeben möchte. Und dann war es das erstmal für diesen Mindful Monday. Es wird dann am Samstag nochmal ein Special geben, so eine Art Aquarellen-Talk, wo ich der Anna ihre Fragen zu diesem Thema beantworte. Die Anna ist meine Personal Assistant, sie hilft mir hier Videos zu planen und sie hat mich in der ganzen Zeit begleitet, als es auseinanderging und sie hat auch dem Drang, wie soll man sagen, lange entgegengekämpft, meinem Ex ins Auto zu fahren. Ja. Anna, schön, dass du da bist. So, kleiner Disclaimer in between. Was ich ganz arg wichtig finde in Beziehungen und was ich gelernt habe, ist, dass man immer ehrlich sein sollte. Man sollte wirklich immer ehrlich sein. Ich hoffe, dass euer Partner ehrlich ist. Und wenn euer Partner so ehrlich ist, wie meine es war, so verletzend es war, hört darauf und überlegt euch, ob das mit euch konform geht oder nicht. Ob ihr euch mit so etwas eine Zukunft vorstellen könnt oder nicht. Und dann könnt ihr euch sehr viel Zeit sparen. Weil mit ehrlich sein meine ich auch, dass ihr dann ehrlich zu euch seid und die Sache dann auch beenden solltet, wenn es nicht so ist. Dieser Punkt geht eigentlich auch Hand in Hand mit dem nächsten und der ist, verbiegt euch nicht. Verbiegt euch in keine Art und Weise für irgendjemanden. Man kann Kompromisse eingehen und man kann auch Kritik ausüben, aber sich für jemanden anderen zu verbiegen, wo man genau selber merkt, das ist jetzt aber gegen mein Belief, davon würde ich absehen. Du fühlst dich selbst nicht wohl in deiner Haut, nicht weil er das sagt, sondern weil du das empfindest, dann ändere das aber nur für dich und für niemanden anderen.
für niemanden anderen. Lasst euch bitte nie die Brüste operieren oder irgendwas machen, weil es irgendjemand zu euch gesagt hat, Mann oder Frau. Und wenn dich jemand nicht so mag, wie du bist, dann hat er dich auch nicht verdient. Ich hatte schon sehr lange damit zu kämpfen, weil mich das psychisch eigentlich auch wirklich, wirklich fertig gemacht hat. Und ich bin ganz arg stolz, dass ich so ein Video mal ohne zu heulen geschafft habe. Aber wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr sagt, ich komme da aber nicht raus alleine, ich schaffe das nicht alleine, weil ich Angst habe vor dem, was dann passieren könnte, dann hoffe ich, dass ihr euch selbst so viel wert seid, dass ihr euch Hilfe holt. Hilfe anzunehmen ist eine Art, seine Stärke zu zeigen, in der du für dich dein Mann stehst. In der du für dich sagst, ich kann nicht weiter. Bitte hilf mir. So, ist eine sehr dolle Herzensangelegenheit und ich hoffe sehr, 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 dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt mir die jetzt in die Kommentare oder bei Instagram, weil es am Samstag nochmal ein Spezial dazu geben wird. Ja? Okay. Dann abonniert jetzt meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mit meinen Aussagen konform geht, gebt diesem Video einen Daumen hoch und teilt es mit Leuten, die ihr kennt, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Ich sage jetzt Kuss und Schluss. Bis zum nächsten Mal. Eure Lea. Am besten bis Samstag. Tschüss.